Sarah, erklär uns doch mal, wie du zum FSJ bei Harzweser gekommen bist. Also das war tatsächlich Zufall. Ich habe halt nach meinem Abitur, ich wollte noch nicht direkt studieren gehen und ich brauchte dann halt einen Ort, wo ich ein Jahr halt irgendwas machen kann und ich wollte nicht in den Einzelhandel gehen. Und ich habe Bekannte, die hier arbeiten und dadurch bin ich dann hierher gekommen, weil meine Freundin hier auch ihr FSJ gemacht hat und Und was machst du hier bei Harzweser oder hast du gemacht? Meine Aufgaben sind die 1:1 Betreuung. Ich betreue eine Frau, die hat eine Krankheit, die nennt sich friedreichische Ataxie. Und da gehören ganz alltägliche Aufgaben dazu mit Essen anreichen, mal Trinken anreichen, auf die Toilette gehen mit ihr und solche simplen Dinge, ganz alltägliche Dinge. Und würdest du dann FSJ bei Harzweser weiterempfehlen? Also mir persönlich, ich habe sehr davon profitiert. Ich kann da, wo ich bin, nur sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Das würde ich jedem weiterempfehlen, einfach weil man auch merkt, dass man selber dran wächst, weil man halt gezwungen ist, mit anderen Menschen, also mehr oder weniger gezwungen ist, mit anderen Menschen zu interagieren und auf sie zuzugehen. Und ich glaube, da kann eigentlich nur jeder davon profitieren. Super, danke schön und dann ganz viel Erfolg für dein Studium, was jetzt kommt.